herzlich willkommen zu Tag 13 und wir starten wie immer mit dem Adventskalender von IKEA und ich habe den jetzt mal ausgetauscht gegen den anderen, weil der andere schon so zerfleddert war. Da fehlte schon hier, das Türchen war abgerissen und ja, mein Hund, der ist hier irgendwie immer lang gelaufen und ist da mal gegengekommen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist die 13. Ah, nee, das war die Klappe von dem anderen. Wo ist denn hier die Klappe von der 13? Da. Ja. Oh, das ist ein bisschen größeres Türchen. Okay. So, und anscheinend ist hier wieder eine Geschichte drin. So, und hier haben wir heute, na, oh, das sieht ein bisschen doof raus, so ein Schokoladentäfelchen. Ja, ganz süß. Bei meinem Rotbäckchen hatte ich heute guter Start drin. Ja, und voll mit Schokolade, die brauche ich nicht probieren. Genau, aber jetzt hören wir mal die Geschichte und ich gucke erstmal wieder, ob mein Ton auch schön laut ist. Lucia, die Sonne im Herzen des Winters. Das Fest der heiligen Lucia ist die Antwort der Schweden auf einen dunklen Winter. An diesem Datum war nach alten Kalendern die Wintersonnenwende, also die längste Nacht und der kürzeste Tag. Lucias Rolle dabei ist, das Licht zurückzubringen. Am Morgen des 13. Dezember geht die Lucia-Braut mit ihrem Gefolge von Zimmer zu Zimmer und weckt die Familie mit Gesang und Kerzenschein. Dazu gibt es Kaffee und Gebäck. So verliert selbst der härteste Winter seinen Schrecken. Denn spätestens, wenn die heilige Kinderschar nach dem Gesang das Frühstück mit traditionellem Safranbrot serviert, leuchten nicht nur die Kerzen, sondern auch die Augen der Eltern. In Schweden ist der Brauch mit der Zeit immer populärer geworden. Kein Wunder, wer könnte besser das Dunkel vertreiben als ein kleiner Sonnenschein mit Kerzenkrone? Ja, süße Geschichte. Ich wundere mich nur ein bisschen über den Namen. Zia klingt irgendwie wie Lucifer. Das klingt für mich wie genau das Gegenteil, aber okay. So, dann werde ich mal den Kalender hier verstauen. Okay, so. Und ja, gestern habe ich euch dieses hier zuerst gezeigt von Christina. Weil, ja, ich hatte in dem Originalvideo das von Manuela zuerst ausgepackt. Und das war ja so ein Slushy und da habe ich dann die ganze Zeit mit rumgeknetet. Und deswegen werde ich heute trotzdem erst das von Christina aufmachen und dann dieses hier, weil ja, dann bleibt es für mich trotzdem fair. Und heute ist es anscheinend umgekehrt. Hier ist nämlich heute irgendein Gummitier drin. Besser gesagt zwei. Fühlt sich auf jeden Fall an wie irgendwelche Gummitiere und in der Mitte, also anscheinend sind die am Kopf und im anderen Teil fest und in der Mitte weich. Ich bin gespannt, was das ist. Und hier, das fühlt sich an. Irgendwas in noch einer Schachtel. Ich weiß nicht, man kann hier ein bisschen durchfühlen, aber ich kann es nicht sagen. Hier ist es so ein bisschen fester. Es könnte eventuell auch ein Stempel sein. Aber ich, nee, da müsste ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, um das wirklich erfüllen zu können. Aber wie gesagt, ich mache das zuerst auf. Ui, ein Faultier. Es ist ein Faultier. Und zwar ist es wieder so ein Teil für den Tee. Und diesmal hängt man dieses Faultier an, an den Tassenrand und hat hier unten im Bauch vom Faultier den Tee drin. Ja, das ist natürlich mega. Hast du die Sachen aus China oder wo hast du die her? Ja, cool. Auf jeden Fall. Und ja, natürlich auch eine mega Idee, ein Faultier, ne? Ist ja klar, das ist ja der Burner. So, und ich mache es wie immer gar nicht lange spannend.
packe auch hier gleich aus. Und es ist schon wieder was von Gorsches. Alter Schwede, nee, doch nicht. Es ist ein Taschenwärmer. Ich habe erst von hier hinten nur diese Farbe gesehen und habe gedacht, oh oh. Aber es ist ein Taschenwärmer. Und zwar diese Dinger, wo man dann hier dieses Plättchen, seht ihr das da rumschwimmen? Das muss man so zerdrücken. Und dann wird das warm. Und ich glaube, wenn man das ins Gefrierfach packt und dann wieder bewegt, dann wird es wieder warm. Also das kann man, glaube ich, wieder verwenden. Nicht in die Mikrowelle legen. Den Inhalt nicht verschlucken, ja, das ist klar. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Okay, hier steht jetzt nichts, dass man das nochmal verwenden kann, aber ich glaube, das war so. Vielleicht steht das dahinter, das kann ich jetzt aber hier nicht durchlesen, weil das auf Deutsch da ganz oben drunter ist, also hier drunter quasi, und das kann ich nicht lesen. Ja, cool. Bald wird es kalt, es soll jetzt kalt werden, Leute. Also mein Mann hat mir heute gesagt, in den Nachrichten hat er gehört, dass es jetzt wirklich bald anfangen soll zu schneien. Ja, und theoretisch wird es ja jetzt auch an der Zeit, ne? Weil wir hatten ja jetzt lange genug wirklich schönes Wetter. Also so schönes Wetter wie dieses Jahr kann ich mich nicht erinnern, das überhaupt mal so lange gehabt zu haben. Und ja, die Natur braucht das, ne? Na gut, Leute, ich, wie gesagt, möchte das gar nicht so lange hinziehen hier. Ich sage tschüss und bis morgen.